So, freigeschaltet ist es, nachdem es ja noch ein bisschen länger gedauert hat. Problem? Die Hupe muss da bleiben. Nein! Ja. Nein! Tja, ich würde ganz, ich hätte gerne ein Ad gemacht, ja, aber. Ich laufe. Okay. Hupe darf nicht da bleiben. Hupe wird nicht zurückgelassen. Ich danke fürs Anschicken. Ich brauche hier ein bisschen. Ey, mach diesen Kackberg jetzt nicht kaputt. Das ist unser Lagerberg. Ja, aber ich komme hier sonst nicht rüber. Hallo. Nein, nicht über die Hupe. Ich muss hier mal durch. Achtung. Du hast nicht gehupt. Zählt nicht. Oh. Ich habe ein bisschen hier unser Material gerade zerstört. Ups. Naja. Du machst alles kaputt. Ich bin der Kaputtmachbär. Mäp. Das war doch die, die so mega viel bringt, oder? Die hat zumindest mal viel gebracht, ja. 7.500. Ja, ist doch mega. Schon mal gut. So. Ich habe eingeparkt. Ich habe vielleicht ein bisschen eng eingeparkt. Nehme eine Batterie eben wieder mit. Brauchst du nicht. Also, ja, ich kannst dachte, du, aber brauchst du nicht. Alles entladen, deshalb habe ich gedacht. Ja, nee, ist okay. Ist okay. Ja, kannst du trotzdem machen. So, Glas brauchen wir immer noch. Ja, oh, das heißt, wir müssen. Doof. Wir hätten hier längst was anschalten können. Wollen wir Wasserstoff, Argon, Methan? Ich würde eigentlich, solange wir es gerade nicht brauchen, Helium. Würde ich es gar nicht anschalten, weil wir haben den Strom nicht. Na, okay. Weil wir brauchen ja den Strom für die Forschung hier. Mhm. Und der Rover, der wird gerade schon ziemlich leer gezogen. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt nochmal los und müssen Quarz suchen. Ja, ich will jetzt runter in die Mine. Da würde ich auch den Rover wieder mitnehmen, einfach. Ich nicht. Also mach, ich gehe so. Okay. Ja, ist halt einfach mehr Platz drauf, ne? Ja, ich will halt irgendwie nicht alles kaputt machen, weißt du? Ich will da Ressourcen abbauen, wo welche sind und jetzt nicht irgendwie wahllos da. Nö, aber es baut halt schöne Wege dahin, ne? Ja, ich bin schon mal unten. Okay. Hier haben wir ja noch eine Sauerstoffleitung und ich schau mal, in welche Richtung. Ich meine, komme. Ich hätte hier Quarz gesehen. Da hinten ist auf jeden Fall dieses grüne Zeug. Wir haben ja hier schon ein bisschen was. Ich muss ja hier, denke ich, nicht so viel bohren und bauen. Ja, ich denke schon. Vor allem machst du dann die Sauerstoffleitung wahrscheinlich kaputt. Ich meine, dass wir hier hinten was hatten, wenn wir es noch nicht abgebaut haben. Ich muss tatsächlich ein kleines bisschen was bohren. Ja, ich weiß. Ja, hier haben wir ganz viel. Einfach der Sauerstoffleitung folgen. So. Haha, ich habe ein Gedächtnis, du. Wie ein gestopftes Sieb. Ja, sehr gut. Ist ja quasi optimal. Weißt du, ich kann mir die einfach der Sauerstoffladung folgen, hast du gesagt? Ja. Da ist eine neue Anzeige, Robert, die ich nicht verstehe. Das ist ein komisches Kreuz. Ich bin voll. Ich komme. Ja. Sieht aus wie so ein Fadenkreuz. Okay. Gut, vielleicht zeigt es an, wie stark das Material ist. Weil das sind jetzt so zwei Punkte übereinander immer. Und im weichen Material ist es nur ein Punkt. Okay. Oh, wie geil, du hast Laterit. Oh, wir sind so doof, wir hätten noch ein Lager mitnehmen sollen. Bleibst du kurz stehen? Ich muss mich mal ausladen hier. Achso. Aber guck mal, jetzt haben wir so einen schönen Weg einfach, wo wir hier ganz entspannt laufen und fahren können. Ist doch voll cool. Schön. Nicht? Ja. Philipp loben? Philipp loben. Okay, dankeschön. Also ich denke, jetzt haben wir tatsächlich einiges an Quarz. Oh, ich köttel schon wieder. Ich bin voll. Ja, das geht hier voll schnell. Ich hab noch ganz viel Graphit einfach dabei. Oh, ich habe meine Hupe noch dabei. Achtung. Ja. Oh, ich kann hier hinten noch ein bisschen was draufpacken. Ich habe meine Hupe nämlich nicht mitgenommen. Ah, ich hatte sie hinten extra rangesteckt. Ach so. Ja, gut. Nee, die ist ja abgefallen. Ich nehme noch ein bisschen was mit. Also ich meine, wir brauchen so viel Quarz nicht, aber was wir haben, haben wir, ne? Oh, jetzt ist es kaputt.
Bin ja off, Bin im ja. Off bin ich ja schon gefahren, aber ich würde ganz gern noch mal den Zuschauern zeigen, wie das hier funktioniert mit dem Planierer. Dann warte kurz. Beziehungsweise, also das theoretisch können wir das schon machen, aber ich habe gerade Schwierigkeiten mit der Sauerstoffleitung. Ja, Warum? ich sag ja, du machst alles Nein, kaputt. das war es, weil ich es händisch gemacht habe. So, das da. Und jetzt das da. Ja, ist ja egal, ob du es händisch kaputt machst oder Aber anders. wieso verbindet es sich nicht? Hier ist nur eine Weiß abgefallen. es nicht. Ja, verstehe ich auch manchmal nicht. Ich bin Ich hab. verwirrt. Habe ich noch eine dabei? Nee, ich habe meine aufgebraucht. Ja, komisch. Ich meine, die war ja nicht weit. Dann holen wir die ein Stück ran jetzt. Obwohl, da sind noch ein paar, ne? Ja, warum verbindest du dich nicht? Es verbindet sich wie. Ach, keine Ahnung. Irgendwie alles ein Ah. bisschen. Ist mir alles ein bisschen suspekt hier. Oh, es hängt. Ah, du bist eingestiegen. Ja, ich mach mal einen Wendekreis. Okay, also dieses Fadenkreuz stimmt, das ist neu, ne? Also, Habe ich vorher mir noch ist es nicht zumindest noch gesehen. nicht aufgefallen. Nee, mir aber auch nicht. Gut, also ich kann jetzt so fahren und dann haben wir den Planierer nämlich und den Bohrer in einem. Ich mach's halt quasi an und kann dann mit der Kamera, was total doof ist, mit der Kamera hier steuern, ob ich hier rein will beispielsweise oder halt hoch. Ah, jetzt mache ich es eh wieder kaputt hier Nee, mit du deinen. fahr einfach nur, aber du musst einen weiten Bogen fahren, leider, weil sonst hängst du mit dem Hänger Ja. hinten fest. Ich versuche gerade mit der. Oh, mit der Kamera. Das ist so blöd. Du willst gucken. Wir haben das ja schon so oft gesagt, ne? Du willst was sehen. Und es. Du fährst Oh, gerade nach ich. unten, ist das Ja, Absicht? ich weiß. Nein, nein, auf keinen Okay. Fall. Der zeigt auch nach oben, aber ich sehe halt gar nichts sonst. Das ist kacke. Das ist richtig kacke. Ich glaube an La dich. la la. Ja, irgendwann krieg ich's hin. Ah. Das wird schon. Natürlich. So, nimmst du mich mit hoch? Ja. Danke. Aber das mit dem Rover Das ist echt Fadenkreuz praktisch. blinkt. Dass es blinkt. Ja. Okay. Oh, das ist Da hat jetzt, vielleicht jemand Moment. nicht so gut gebaut nach unten. Oh Gott. Ja, so So. ist perfekt. So kann man es quasi Ja? fast jetzt nicht Nein, mehr. ich hab gedrückt, du Nudel. Ach ja, schön. Aber jetzt ist Sauerstoff kaputt hinter uns. Ja, du machst immer alles kaputt. Sag mal, Ich? wie bist du denn hier gefahren? Das ist alles dein Bauwerk. Ich bin hier nur runtergefahren, damit ich nicht wieder Ärger bekomme, weil ich was kaputt mache. Weiß. Ja. So, wir sind da. So, ich fix mal eben die Sauerstoffleitung. Moment. Mach das mal. Ich gehe gerade mal zum Brenner. Hattest du Keramik jetzt schon gemacht? Ja, ne? Ja. Ja, 2 Stück. Dann müssen wir da wohl irgendwo nochmal ein Lager opfern, außer du hast Bock, noch so ein Ding zu bauen. Ein was? Ein Lager Nein, oder eine ein. Plattform, eine Plattform. Ja, mach ich. Wir haben ja Harz. Du kannst ja schon mal die Windturbine sonst anschmeißen oder was brennen oder so. Ja, ich brenne ja schon, aber um die Windturbine dann an die Basis anschließen zu können. Ja, klar. Wir sind hier ja komplett am Harzlager, das ist total gut. Ja, ich schließe es trotzdem den Rover erstmal noch an, weil da ist ja Strom drauf. So, hier ist noch ein Graphit weggerollt. Das nehme ich noch mit. Weißt du noch, wie lange die Forschungsprobe jetzt gebraucht hat? Oh, ist sie schon Nein, durch? nein, Nee. deswegen. Aber ich kann ja einfach gucken, ne? 25 Minuten noch. Ach ja. Oh, Ist ja naja, geschenkt. aber die bringt ja eine Menge, also lohnt Das sich ja schon, schon. ja. So, ich baue jetzt zwei mittelgroße Windturbinen, ja. Wofür soll das Lager genau sein? Für die Turbinen nur, ne? Ja, genau, also die Plattform.
Dass wir irgendwo so ein bisschen so einen Energiebereich halt aufbauen können. War das hier? Ja. Ich fahre den Rover noch mal ein Stück nach vorne eben. Was? Geht das dann? Ja, ein bisschen. Steckt im Drucker. Ein bisschen kannst du die Leitung ausziehen. Nicht unendlich lange. Bleibst du mal eben da stehen und guckst mal eben, wie weit ich fahren darf. Bis es plopp macht. Ja, langt. Plopp. Ein Stück zurück. Oh nein. Ein Millimeter nur. Ja, okay. Ja. So. Langt. Ich meine, da kommt ja eh dann ein Paket raus. Das ist ja noch nicht so schlimm. So, da sind zwei Windturbinen. Dann können wir nämlich hier die Batterie von dem Schmelzofen wegnehmen. Und können dann die Batterie da nicht draufpacken, weil der ist zu klein. Okay. Achso, ich dachte, du bist wieder gegangen. Ja, alles gut. Guck mal, weißt du, was auch cool ist? Du kannst es hier drauf auspacken. Habe ich vorhin ausprobiert. So, jetzt haben wir quasi eine durchgehende Stromversorgung auch für die Basis. Nur, dass der Wind halt extrem unzuverlässig ist hier. Ja, leider. Anscheinend habe ich es nicht schön gebaut. Es bewegt sich weg. Entschuldigung. Ich dachte, du merkst es vielleicht nicht. Ja. Weißt du, was wir auch machen könnten? Nee. Mit unserem Sensor-Sender-Dingsbums hier mal rumdüsen. Ich habe ihn vorhin kurz ausprobiert und da sagt er so, Also hier ist es einfach in diese Richtung, ja. Also zwischen mir und dem Pfeilen, da lang. Relativ gerade sogar. Ja, wir könnten uns auf die Suche begeben. Könnten wir tun, ne? Darf ich das hier auch hinbauen oder möchtest du es hinbauen? Weißt du schon, was darauf kommen soll? Die Batterie. Dann lass uns doch hier so einen Stromkreis machen. Okay. Eine Stromecke. Eine Stromecke. Dann könnte ich aber vielleicht... Haben wir noch Lehm? Nee, ne? Jetzt ist Lehm aus. Hier haben wir noch Lehm. Zwei Stück. Zwei Stück. Ich reich sie dir. Reich sie mal. Ich bin auch auf Günther wieder die Lagerchefin hier. Ich trau mich da einfach nicht mehr dran. Lager haben. Ich halte mich da vor einem zurück. So, wir machen jetzt hier mal. Oh. Nee, das machen wir so nicht. Was denn? Ich versuche alles einzeln abzurufen und auf einmal habe ich das Lager in der Hand. Das ist auch eine Möglichkeit, das stimmt, ja. So, und ich mache jetzt noch eine mittelgroße Windturbine, dann haben wir nämlich schon mal drei. Plus diese kleinen, völligst unnützen Windturbinen hier hinten. Ja, eigentlich brauchen wir eine ganze Menge, kann das sein? Weil wir brauchen extrem viel. Allein um das Portal freizuschalten. Wir brauchen extrem viel. Wir brauchen eine ganze Menge, ne? Ja. Hatten wir hier in der... Oh, da war das auf Norbert. Wir hatten beim Lager auf Norbert, glaube ich, ganz viel Lehm gehabt. Aber hier nicht. Das kann sein. Ja, das weiß ich nicht genau. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass wir auf jeden Fall noch einen Hänger brauchen für einen Rover, weil wir einen Hänger komplett mit Windturbinen voll brauchen, um überhaupt genug Strom zu haben, dass wir das Tetraeder starten können, sage ich jetzt einfach mal. Wollen wir uns trotzdem, während das alles brennt und läuft, mit der Sonde beschäftigen? Können wir machen, ja. Nö, können wir können gern los. Gut. Es läuft da hier so für sich ein bisschen. Da muss ich wieder etwas Harz aussortieren, Moment. Oh, warte, ich hab's gar nicht geguckt. So schnell geht das. So geht bei dir schon, ja? Ja. Ach Mensch, pack das doch nicht irgendwo hin. Kind. Ja, aber. Achso, da hinten ist ein. Ich wusste nicht, dass da schon was ist. Mann. Ich versuche einzusteigen, Moment. Es tut mir ja leid, Mutti. Räum doch mal dein Kram weg. Ja, das nächste Mal wieder. Ich glaube Besserung. So. Oh nein, du fährst ja wieder. Jetzt muss ich wieder Angst haben um den schönen Planeten. Ich nehme mich schon vornehm zurück. Oh, Graphit. Sehr gut. Ja, stimmt. Hatten wir hier auch Lehm? Ich bin so vergesslich, was dieses Spiel angeht. Haben wir hier Lehm gefunden? Ich glaube nicht, dass wir hier Lehm finden. Behaupte ich jetzt einfach mal.
Hier darfst du, ich erlaub dir das. Dankeschön. Nee, das ist Ammonium, ne? Das ist, glaube ich, Ammonium, ja. Ah, okay. Ich finde, die sehen sich immer so ähnlich. Leben ist eher so braun. Soll ich nochmal eben testen? Ich würde sagen, ja. Okay, es blinkt nur das erste, wir sind also noch weit weg. Und richtige Richtung. Nee. Tank nach rechts vielleicht. Echt? Ja. Also ich weiß nicht, ich glaube, bei mir war das ein bisschen asynchron gerade. Weil bei mir hast du gesagt, dass das blinkt, hast du noch gar nicht gedrückt irgendwie. Oder es hat sich nichts getan bei dir. Nee, habe ich auch nicht. Und aber es blinkt ja trotzdem. Nee, aber bei mir ist jetzt auch der Sound noch da. Also bei mir auch, weil es rotiert noch. Ach so. Jetzt hat's aufgehört. Oh, was haben wir denn da? Mein Rucksack. Man muss mal kurz gucken. Was bist du? Schutt ausschlachten. Schutt ausschlachten, Energiespeicherzellen und... Hä? Hupe? Ja! Okay, allein dafür hat es gelohnt. Ist das hier auch Laterit oder was ist das für ein Material? Wo bist das du? Sieht nicht aus nach Laterit, ne? Da hinten. Ich bin weg. Ja, puff und weg. Das ist Aua. Hat die Blume dir wehgetan? Nur ein bisschen. Das ist... das nicht. Das ist... Ammonium. Ja, korrekt. Warte. Haben wir das nicht eben eingesammelt? Ich weiß, also wir haben irgendwas eingesammelt. Doch, es ist was da. Ja, wie gut. Es ist tatsächlich Ammonium. So, ich komme. Ich eile. Yeah. Wo ist hier der... Oh, guck mal, hier hört es ja gar nicht mehr auf. Da geht es ja hinten direkt weiter. Ja, mit Strom, ne? Weiß ich nicht, ich habe nicht geguckt. Strom und da hinten ist noch was. Ich würde mit dem Rover einfach herfahren. Dann können wir hinten die zwei auch noch machen. Ja. Wir haben leider nicht so viel Platz, ne? Durch die ganzen großen Gegenstände, die wir brauchen. Ja. Wie? Aber weißt du was? Wir finden nicht mehr zurück, ne? Ich habe mir den Weg nicht gemerkt. Wir finden zurück. Ja, das ist einfach geradeaus und dann rechts abbiegen. Oh. Oh, nochmal Ammonium. Hatten wir genug? Ja, ja, wir haben noch eins. Eins ich gehe schon noch. Mal vor. Ja. Ja. Wenn ich das Ammonium kriege, dann gehe ich schon mal vor. Ich geb's dir. Hab's. Oh Gott, das dauert ja wieder 5000 Millionen Jahre hier. Ich guck dir ein bisschen zu, bis das andere hier freigeschaltet ist. Oh, voll die schöne Vegetation hier. Bist du gefährlich? Blumen. Blumen. Ich glaube, nur die roten sind gefährlich, oder? Irgendwo soll sie ja auch noch gefährlich werden, hat's ja geheißen. Oh, guck mal, da ist ein Tetraeder. Hm, ja, ja. Wie, ja, ja. Das habe ich voll, eben... Voll eingebüttelt. Das habe ich eben entdeckt. Ja, ich habe es eben gesehen. Wow, okay, nee, dann habe ich das noch nicht gesehen, wenn du das eben erst entdeckt hast. Oh, es hat Puff gemacht. Oh nein, wir können gar nicht so viel Forschungsproben mitnehmen. Es hat schon wieder Puff gemacht. Doch, doch, kriegen wir irgendwie hin. So. Hinten Passt müsste noch ein Platz sein. Okay. Ja, aber mehr kriegen wir. Nö, jetzt ist okay, voll. Das sieht aus wie zwei Augen. Oh, mit dem süßen Mund. Wie niedlich ist das denn? Was? Oh, wie süß. Warte, da fällt mir nur zu ein. Ach so. Er lacht. Sieht aus wie ein kleines Kind mit Zahnspange und großen Augen. Ja. Oh Mann. Ich glaube, wir spielen das Spiel falsch. Was? Quatsch. So. Spiele sollen Spaß machen. Das stimmt. Du fährst in die... Nein, da kamen wir her. Ich weiß nicht mehr. Ja, wo du jetzt hinfährst, genau. Ja, da wollen wir auch hin. Echt? Ja. Aber wenn wir da herkamen, dann wollen wir da doch... Ja, doch, weil da ging es ja zur Sonde. Okay. Okidoki. Aber wir müssen noch mal gucken, dann, wo wir jetzt hin müssen gleich. Das ist ja eh wieder eingebuddelt. Mann, sind hier viele... Berge? Forschungsgegenstände. Ach so, magst du kurz gucken? Ja, ich gucke. Oh. Ja, wir könnten einen Tag nach links. Ich glaube, wir müssen 90 Grad nach links, oder? Nee, so stark war das bei mir jetzt nicht. Das sah so aus. Ja, man kann zwischendurch fahren, aber man kann auch direkt, ja... Wir nehmen den direktesten Weg.
Ja, Manu, darf ich fahren? Das ist unterirdisch, das sieht man gar nicht. Natürlich, wir kommen gleich oben raus und dann baust du so eine Kackbrücke, die dann da wieder runter. Eine Kackbrücke? Nein, ich baue die aus Erde. So, wohin jetzt? So leicht nach rechts, oder? Ja, leicht nach rechts, genau. Aber wir sind noch so weit von entfernt. Es blinkt immer noch erst der erste Punkt, also kannst du ein Stück fahren erstmal. Okay. Aber ich glaube, das werden wir jetzt so schnell eh nicht entdecken. Ja, ein bisschen Weg haben wir noch, glaube ich. Ja. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der Nähe der Sonde in der nächsten Folge wieder. Eben. Wir versuchen uns mal noch dahin zu arbeiten, wenn wir es finden.